Liebe Zuschauer, am morgigen Mittwoch, dem 30. Januar 2019, werden wir dann wissen, wie die zweite Abstimmung im britischen Unterhaus hinsichtlich des Brexit-Vertrags ausgefallen ist und was wir aus Anlegersicht davon zu halten haben. Darüber hinaus möchten wir jetzt mit Ihnen gemeinsam mal einen Blick auf den Kalender werfen, den nämlich der wichtigsten Konjunktur- und Unternehmensdaten, die an diesem Tag auf der Agenda stehen. Schauen wir mal rein. Um 8 Uhr am Morgen zum Beispiel gibt es den GfK-Konsumklimaindex für den Monat Februar. Um 11 Uhr am Vormittag kommt die Wirtschaftsstimmung für den Euroraum heraus. Um 14 Uhr blicken wir auf die Entwicklung der Verbraucherpreise in Deutschland im Monat Januar. Hier gibt es eine erste Vorabschätzung. Analysten, Ökonomen rechnen jetzt mit einer aktuellen Inflationsrate von 1,6%. Das werden wir natürlich überprüfen. Um 14.15 Uhr am frühen Nachmittag gibt es dann den wichtigen Vorboten des US-amerikanischen Arbeitsmarktberichts am kommenden Freitag, nämlich die ADP-Beschäftigtenzahl bzw. deren Veränderung im Monat Dezember. Dann haben wir um 16.30 Uhr die Veränderung der Rohöllagerbestände in der größten Volkswirtschaft der Welt zu erwarten und um 20 Uhr einen weiteren wichtigen Datensatz mit dem Zinsentscheid der US-amerikanischen Notenbank Fed, ehe dann um 20.30 Uhr Jerome Powell, der Chef der US-amerikanischen Notenbank, seine Pressekonferenz beginnen wird. Und da schauen wir mal ganz genau hin und hören vor allen Dingen hin, welche Kommentare er dann abgeben wird hinsichtlich vielleicht weiterer Zinsanhebungen. Diese Bemerkungen, die werden dann natürlich von vielen Experten wieder interpretiert werden. Es könnte sein, dass irgendwie eine Formulierung zustande kommt, die da lautet, man werde sich ganz, ganz nah an den jeweils aktuellen Wirtschaftsdaten orientieren. Aber mit welchen Nuancen dies dann versehen wird, das dürfte spannend sein. Und dann gibt es eine ganze lange Latte an Unternehmenszahlen, die ihre Bilanzen präsentieren werden. Die prominentesten Vertreter habe ich Ihnen hier mal zusammengetragen. Am Mittwoch werden dies unter anderem sein AT&T, Alibaba, McDonald's, Microsoft, Motorola, Novartis, PayPal, Siemens, Tesla, Visa, Volvo und viele andere mehr.